Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Und ich melde mich auch wieder gleichzeitig zurück von der Sommerpause. Ab jetzt gibt es jede Woche einmal freitags 16 Uhr ein neues Video. Außer dieses Video, das kommt ein bisschen später. Heute wollen wir mal schauen, was es denn mit bedingter Abzweigung auf sich hat, wozu kann man sie benutzen und was ist das eigentlich? Ich benutze es ja doch ziemlich oft in meinen Tutorials und heute erkläre ich euch, was genau das ist. Viel Spaß dabei! Eine bedingte Abzweigung ist kurz gesagt eine Voraussetzung, die man erfüllen muss, um ein Ereignis zu triggern. Zum Beispiel, ihr wollt eine Türe öffnen, aber braucht dazu erstmal einen Schlüssel. Das kann man dann ganz einfach mit einer bedingten Abzweigung lösen. Geht dazu einfach in den vierten Reiter, wählt dort den Gegenstand aus, das der Held benötigt, um die Türe zu öffnen. Nun haben wir hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal den If-Fall, also was passieren soll, wenn der Held den Schlüssel besitzt, und den Else-Fall, also was passieren soll, wenn der Held den Schlüssel nicht besitzt. Beim If-Fall könnt ihr die Türe öffnen und den Held in den nächsten Raum teleportieren. Beim Else-Fall könnt ihr zum Beispiel eine Nachricht ausgeben, sowas wie "Ich habe keinen Schlüssel". Ihr könnt natürlich auch mehrere Bedingungen kombinieren. Zum Beispiel braucht ihr drei Gegenstände, um eine neue Waffe herzustellen. Eisen, Gold und Leder. Diese drei Gegenstände werden benötigt und ihr bekommt die neue Waffe. Das macht ihr dann, indem ihr wieder eines der drei Gegenstände auswählt. Im If-Fall stellt ihr dann die nächste Bedingung für das zweite Item. Das gleiche macht ihr mit dem dritten Gegenstand. Erst dann könnt ihr im If-Fall dem Held die neue Waffe geben. Beim Else-Fall könnt ihr nun eine Nachricht ausgeben, welches Item dem Helden fehlt. Aber nicht nur Items lassen sich als Bedingung stellen, es funktioniert ebenso mit Variablen, Schaltern, Waffen, Rüstungen und vieles mehr. Da könnt ihr selbst mal durchschauen, welche Bedingungen erfüllt werden können. Auch eine Tastenabfrage lässt sich damit erstellen. Ihr habt eine Auswahl von verschiedenen Tasten in diesem Beispiel. Soll der Held mit der Enter-Taste springen können? Erstellt dazu einen Parallelprozess, ihm wählt in der Bedingung-Taste aus und die Taste OK. Im If-Fall machen wir jetzt eine Bewegungsroute und klicken auf Springen. X und Y könnt ihr auf 0 lassen. Jetzt springt der Held jedes Mal, wenn ihr auf Enter drückt. Ihr könnt damit zum Beispiel auch Auswahlmöglichkeiten mit Bildern erstellen für einen Titelscreen. Oder auch für ein Action-Kampfsystem. Den Angriff des Helden. Es gibt viele und kreative Möglichkeiten, eine Tastenabfrage zu erstellen. Ja, kurz und schmerzlos, das war's mal wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr jetzt noch mehr Tutorials sehen wollt, dann klickt mal hier oben auf die Playlist. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüssikowski.